dann los. Ich wurde verhaftet, in die Falle gelockt vom FBI und der DEA. Das war mir egal. Verraten von Kevin Dooley und Derek For Real, die ihre Ärsche retten wollten. Das war mir egal. Verurteilt zu 60 Jahren in Otisville. Das war mir egal. Ich hatte ein Versprechen gebrochen. Alles, was ich in meinem Leben geliebt hatte, war verloren. Hey, Georgie. Hey, Arsch. Wie geht's dir? Naja. Alles klar? Mir geht's gut. Scheiße. Neuigkeiten? Aber keine guten. Ich habe deinen Hafturlaub beantragt. Deine Mutter hat sich geweigert. Sie sagt, es regt ihn bloß auf. Sieht also nicht gut aus. Wie geht's ihm? Nicht gut. Sie haben ihn aus dem Krankenhaus entlassen, aber ich fürchte, sie haben ihn aufgegeben. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Ich hab was für dich. Ich dachte, er möchte vielleicht noch mal deine Stimme hören, wenn du ihm noch was sagen willst. Ja, gut. Du hast 5 Minuten.